So, Leute, ich habe da mal was vorbereitet und zwar bin ich mal rumgegangen. Wir haben ziemlich feuchtes Wetter, um euch das mal zu zeigen. Da seht ihr überall die Schlotter auf dem Weg. Also es hat geregnet wie Hulle. Ich bin jetzt rumgegangen, habe mal unter den Bäumen so ein bisschen geguckt, was ich so an trockenes Holz gefunden habe. Da hinten liegt ein bisschen Reisig, das lege ich gleich da drauf. Zünd das Ganze wieder mit einem Taschentuch an. Ja, und hier ist jetzt ja, mehr oder weniger feucht trockenes Holz drin. Einmal da, ihr seht es wieder voll gemacht. Und ja, das Ganze zünden wir dann an. Schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. So sieht das Ganze jetzt aus. Ja, bisschen was an Taschentuch mit drin, Reisig drauf. Und dann zünden wir das Ganze jetzt mal an. Ich glaube, jetzt läuft's. Ich hoffe es zumindest. Es brennen ein paar Stücke. Ja, es ist jetzt ziemlich voll. Ich glaube sogar überfüllt. Aber ich hoffe, ich kann das gleich. Ja, jetzt brennt's. Ich hoffe, ich kann das gleich ein bisschen runterdrücken. Ich habe es ein bisschen sehr voll gemacht, sage ich mal. Aber es brennt jetzt endlich. Ich habe jetzt noch ein drittes Taschentuch benötigt, um das Ding anzukriegen. Ja, das ist aber auch wahrscheinlich dem geschuldet, dass ich nicht so extrem dünnes Reisig habe. Jetzt wollen wir mal schauen, ob das mit dem feuchten Holz wirklich angeht und nicht, dass es gleich wieder ausgeht. Das ist nämlich das Problem, was ich die letzten Male hatte, dass das Holz nämlich wieder ausgegangen ist. Es ist nicht gebrannt. Also jetzt kommt die Flamme richtig gut gerade. Jetzt brennt es richtig gut. Ja, jetzt ist es an. Das lasse ich jetzt ein bisschen runterbrennen. So offen. Das hat jetzt echt lange gedauert, länger als mit dem trockenen, absolut trockenen Holz. Das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Muss man ehrlich sagen. Aber vielleicht habe ich Glück und mit der Befeuerungstechnik, die ich jetzt verwende, wird das besser funktionieren. Wird das so gut funktionieren, dass ich auch mit, sag mal, nach mehreren Tagen Regen und man noch trockenes Holz unter den Bäumen vorkram, mehr oder weniger trocken, und das dann funktioniert. Hoffe ich zumindest. Jetzt wird die Flamme wieder kleiner. Ich glaube, ich muss jetzt gleich mal anpusten und ein bisschen nach unten drücken alles. Diese Hin- und Her-Pusterei habe ich jetzt, ja, das Ding mehr oder weniger am Laufen, aber noch nicht so krass, wie wir es eben gesehen haben. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Rauchentwicklung haben wir immer noch vorhanden, aber es brennt schon mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dadurch kann jetzt auch das Holz etwas antrocknen. Und ja, dann hoffe ich, dass wir auf jeden Fall eine relativ gute Verbrennung hinkriegen. Schauen wir mal. Jetzt muss ich nur ein bisschen Holz nachlegen, weil da ist kaum was drin oder ist auf jeden Fall wenig drin. Ich lasse es jetzt mal so ein bisschen brennen und ja, ihr könnt mal zuschauen. Aber es ist echt, er qualmt halt noch übel. Oh, wieder da. Der ist ja tatsächlich angegangen. Krass. Nach Mühen. Ganz viel Mühe. Jetzt kommt ein bisschen Holz rein. Ihr sehen könnt, die Sekundärverbrennung hat echt super eingesetzt. Ich habe jetzt Holz nachgelegt, was ich von draußen geholt habe. Feuchtes Holz. Ihr habt es auch gesehen. Das sind Äste gewesen. Und der Kocher brennt einmalig. Der geht nicht aus. Ich weiß jetzt, was ich also falsch gemacht habe. Zum einen die Befeuerung. Muss ihn halt direkt erstmal voll machen und dann anzünden. Und dann habe ich natürlich noch falsch gemacht, dass ich wahrscheinlich echt einfach zu nasses Holz nachgelegt habe.
Und das kann einfach dann wirklich nicht funktionieren. Aber mit so Umgebungsholz, was relativ trocken ist, sage ich mal, trotzdem es geregnet hat, man findet irgendwo immer trockenes Holz, ist das doch schon ein echt gutes Ergebnis. Und ja, ich muss sagen, meine Buschbox hat länger gebraucht, um 500 Milliliter Wasser warm zu kriegen. Da ist das hier echt ein geiles Teil. Seht, die Flamme geht auch schön weit nach oben. Also ähnlich wie der wie das eben. Ja, ihr seht auch, die Flamme geht auch schön weit nach oben, ähnlich wie eben. Also vom Verhalten her, vom Kochverhalten her, wird es genau identisch sein. Ja, jetzt habt ihr einen Eindruck, was so ein 20-Euro-Kocher eigentlich alles kann. Und das ist echt eine super Sache. Ihr kocht rauchfrei. Wir haben hier jetzt absolut keinen Rauch mehr in der Hütte hier. Da muss ich ehrlich sagen, super Sache. Brennt ohne Probleme. Man muss halt echt oft nachlegen. Ich könnte jetzt schon wieder nachlegen. Was ich jetzt aber sein lasse, ich lasse es runterbrennen. Ja, super Teil. Für 20 Euro, für mich auf jeden Fall Kaufempfehlung. Ist eine der Anschaffungen hier, die ich euch präsentiere, wo ich nicht mit einem weinenden, einem lachenden Auge dastehe. Die Buschbox, da stehe ich mit einem weinenden Auge da, weil ich da 80 Euro für bezahlt habe und sehe, dass hier ein 20-Euro-Kocher genau das gleiche, wenn nicht sogar besser kochen kann. Denn die Buschbox raucht relativ stark im Vergleich zu dem hier. Das ist wirklich gar nichts. Da haben wir wirklich absolut keinen Rauch vorhanden. Ich mache mal ein paar Bilder. Ja, echt geil. Ihr könnt auch mal hier die Sekundärverbrennung sehen. Echt eine super Sache. Vor allen Dingen für den Preis kann man definitiv nicht meckern. Der Preis ist echt einwandfrei. Selbst wenn es jetzt 25 oder 3, selbst wenn es 30 Euro wären, könnte man nichts dagegen sagen. Klar, es ist ein relativ schwerer Kocher und vom Packmaß natürlich auch nicht das Optimalste, wenn ich jetzt so Brennerle anschaue. Ein neuer Hobo-Kocher, der auf den Markt gekommen ist. Ja, der hat natürlich was, ne? Der wiegt gerade mal 300 noch was Gramm und hat ein Packmaß von DIN A5 Blatt. Also, das ist wirklich unglaublich. Ist natürlich dann auch dünnwandiger und instabiler. Also hier, das ist wirklich schon stabil. Er kippt nicht so leicht um hier. Ja, der dürfte jetzt bald runtergebrannt sein. Ja, und wie ihr seht, der Holzvergaser ist jetzt abgebrannt und das hat genauso gut, naja, nicht genauso gut, aber es hat genauso funktioniert wie mit absolut trockenem Holz. Der einzige Unterschied ist, dass ihr den erstmal ankriegen müsst. Das hat bei mir jetzt etwas länger gedauert. Ich hatte nur Taschentücher und Streichhölzer mit zum Anzünden. Eigentlich guter Zunder, aber wenn das Holz nass ist und das Reisig auch nass ist, ja, dann kann es bereits Schwierigkeiten geben. Nichtsdestotrotz hat es funktioniert und der hat super gebrannt, nachdem er einmal an war und das Holz auch mehr oder weniger trocken war. Ich konnte dann auch Holz nachlegen und habe es dann auch mal ausprobiert, das so runterbrennen zu lassen, so wie jetzt. Das ist, wir haben immer noch eine Glut hier drin und wenn ich genau reinschaue, die Glut ist so heiß, dass man noch diese kleine Flamme hat über der Glut. Wenn man das vielleicht schon mal gesehen hat bei irgendeiner Schmiede, so ähnlich sieht das hier jetzt auch drin aus und habe dann mal Holz wieder reingelegt. Erstmal kleines Holz, dann größere Stücke. Es hat natürlich erstmal wieder gequalmt, logisch, aber nach zwei, dreimal Pusten war der Kocher dann wieder an und hat einwandfrei gebrannt, ohne Probleme. Das heißt, wenn ihr nachlegt, legt, wenn es feuchtes Holz ist, nicht so wie das Holz hier, das ist jetzt hier absolut trocken. Wenn ihr feuchtes Holz habt, legt immer mal ein Stück nach. Immer mal ein Stück, wenn ihr wollt, dass es länger brennt. Sonst brennt der Kocher ja so circa 15 bis 20 Minuten mit einer Ladung, je nachdem wie voll man den Stoff. Meiner war jetzt nicht so randvoll, sag ich mal. Jetzt hier reinquere, hier ist immer noch viel Glut drin.
Seht ihr auch, der Stock qualmt jetzt gerade. Und ja, mit der Glut könnte ich jetzt wieder diverse Dinge machen, anstellen. Ich könnte jetzt hier entweder backen, ich könnte hier Grillrost jetzt improvisieren und drauflegen und, oder eine Bratpfanne und könnte noch mit der vorhandenen Hitze in der Bratpfanne ein Steak machen. Da brauche ich ja nicht die absolute Flammenhitze, sage ich mal. Nichtsdestotrotz kriegt der Kocher von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, auch wenn er halt so seine Tücken hat. Es hat sich beim Kochen, ja, wie hätte ich es auch sonst sagen sollen, nichts verzogen. Also ich hätte jetzt nichts anderes erwartet, weil ich hatte den ja schon bereits ein paar Mal in Benutzung und muss ehrlich sagen, er macht seine Arbeit mit ein bisschen Eigeninitiative von demjenigen, der halt den Kocher befeuert. Ne? Logisch. Brennt er einmal, ist er ultra heiß und hat eine wirklich sehr, 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 sehr gute Kochdauer. Hier kann man echt nichts dagegen sagen. Ihr habt ein paar Bilder gesehen, wie das aussieht, wenn er brennt, wie das aussieht, wenn die Sekundärverbrennung einsetzt. Und ich muss sagen, der ist jetzt nicht besser oder schlechter als ein Solostove. Ein Solostove ist, glaube ich, ein bisschen kleiner als der hier, aber er verrichtet seine Dinge und so viel schwerer ist er nun auch wieder nicht. Preislich kann man natürlich auch nicht sagen. Ich sage mal, 20 Euro sind eine klare Ansage für die ganzen teuren Hersteller, sage ich mal. Natürlich muss man nur mal bedenken, da ist viel Forschung drin, aber viel ist auch ausprobieren bei den meisten Herstellern. Bushcraft Essentials hat auch irgendwann mal angefangen mit Ausprobieren und hat jetzt eine neue Bushbox rausgebracht, ein Mittelding zwischen der Bushbox XL und der kleinen Bushbox. Die Bushbox LF. Ja, ich werde sie mir nicht kaufen. Ich habe die Bushbox XL und diesen Kocher. Ich werde mir eventuell den Brennerlo holen, weil der wirklich ultra leicht ist und ich mein komplettes Setup auf jeden Fall verkleinern möchte. Ja, hier kommt eine schöne Wärme drauf. Ich kann mich hier gut aufwärmen. Ups, jetzt, ja. Hier kommt eine echt gute Wärme raus. Die Glut, die jetzt da drin ist, ist nicht mehr so viel. Die befindet sich komplett in diesem Aschegitter, was ich euch gezeigt hatte. Und wenn ich jetzt den Kocher mal hochhebe, seht ihr, da ist absolut nur ein bisschen Asche. Das sieht jetzt von hier ein bisschen viel aus, aber wenn ich hier mal rangucke, das sind keine großen Glutstücke, die hier durchgefallen sind. Das ist alles nur minimale Asche. Nichtsdestotrotz wird der Kocher extrem heiß. Ihr habt gesehen, da ist wirklich nur so ein bisschen Asche, nichts Heißes, sage ich mal. Aber ihr habt, wenn ihr jetzt mal die Hand über den Boden haltet, werdet ihr merken, oh, der hat sich ganz schön aufgeheizt. Dieser Kocher wird wirklich ultra heiß. Da wird richtig, richtig warm. Der glüht, wenn man den richtig befeuert. Und das Metall hat sich auch schon verfärbt, was nichts Schlimmes ist. Aber wenn ihr den nutzt und Waldbrandgefahr ist, nutzt den bitte auf Schotterweg, auf dem Teerweg, irgendwo, wo brennbares Material nicht in der Nähe ist. Sonst kann es echt eine Waldbrand geben. Ne? Das ist aber auch mit der Bushbox XL genau das Gleiche. Die heizt sich auch enorm auf. Ich hatte die mal nachts am Brennen, habe die richtig stark befeuert, richtig Holz reingelegt. Und die ist tatsächlich bis zum Glühen gegangen. Das war's dann auch von mir. Wenn ihr Fragen habt, postet die unten in die Kommentare zu dem Kocher. Ich werde auch einen Link reinstellen, wo ihr den Kocher kaufen könnt. Ob der dann nur aktuell ist, müsst ihr dann mal gucken. Sonst schreibt mir einfach mal einen Kommentar darunter, dass der Link nicht mehr aktuell ist. Dann werde ich einen aktuelleren reinsetzen. Ja, nichtsdestotrotz, Kocher kostet so ca. 20 bis 25 Euro, vielleicht auch 15. Und den gibt es auch in verschiedenen Varianten. Das ist jetzt eine Variante davon. Ich poste mal unten alle möglichen Varianten rein und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.